kurz vor Pfingsten und kurz nach 23 Uhr. Willkommen am Freitagabend hier im ZDF. Hier ist Lanz kocht und wir haben heute Spektakuläres vor. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit richten auf dieses Gefäß. Flüssiger Pecorino, also im Grunde fast so, wie er aus dem Schaf rausgekommen ist. Den wird Cornelia Poletto gleich hier bei uns verkochen. Und ich kenne zumindest einen, der sich rasend darüber freut. Nämlich Alexander Herrmann ist bei uns. Steffen Lenzer ist bei uns. Cornelia Poletto, Andrea Studer und Alfons Schubeck. Servus. Flüssig Pecorino. Grüezi. Flüssig. Flüssig Pecorino. Ja, ja. Cornelia, das hast du fein gemacht mit dem Flüssig Pecorino. Alfons, sowas schon mal gehört? Ja, ich hab schon. Ja? Das ist gut, weil ich nehme einen Jungen und einen Alten. Ja. Einen Jungen und einen Alten nimmt's, ja. Wir zwei praktisch auch in die Ravioli rennen. Immer zweigleisig fahren im Leben. Ja, okay. Der Alte hat also, was, dann bleib doch mal, dann bleib doch mal hier stehen. Also. Der Alte und der Junge. Ja. So. Also, ich weiß mir nicht genau. Es wird im Grunde genommen. Das weiß man ganz genau. Eine Pasta aus zwei verschiedenen Pecorino-Sorten, dem Junge und dem etwas älteren Reifen. Beide haben ihre Vorzüge. Und du machst der eine mehr, mal der andere weniger. Und du machst einen flüssigen Pecorino. Ja, ich werde jetzt gleich Milch aufkochen. Das heißt, der Junge kriegt noch Seitenstechen oder was? Können wir mal das Gesicht von Herrn Herrmann groß einfangen bei dem Thema Pecorino? Pecorino. Ja. So, nee, ich glaube, dass mir das sehr gut schmecken wird. Ja. Ja, ja. Ja, doch, Pecorino könnt. Also, ich rieche hier noch nichts, das ist immer ein gutes Zeichen. Ja. Ja. Wobei Cornelia das Ding schon mal ein bisschen vorbereitet hat. Schau mal. Okay. So sieht das aus, wenn Frau Poletto zu unserer kleinen Sendung anreist. Ich finde, Alexander kann ja schon mal. Und schon mal flüssig Pecorino im Gepäck hat. Jetzt, wo kriegt man denn sowas her? Kann ich mich um Heilbutt kümmern und so, was schon das ist jetzt. Machst du selber? Ja, das ist jetzt vorbereitet. Und zwar wird jetzt die Milch auf 60 Grad ungefähr erhitzt. Ja. Diese zwei Pecorino, einmal der ältere, einmal der jüngere. Das sieht man hier schon. Der jüngere ist nämlich immer noch ein bisschen feuchter. Ja? Ja. Wie im wahren Leben. Mann, 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 Mann. Mann, Mann, Mann. Beide gerieben, werden dann eingerührt in die Milch. Und dann weiche ich etwas Gelatine ein. Rühre die damit rein in die handwarme Käsemasse. Ja. Schmeck ab mit Salz, Pfeffer, Muskat. Ja. Und dann wird das so fest. Und dann kann man das als Füllung für die Ravioli benutzen. Cool. Und durch das Kochen im Wasser wird es wieder flüssig. Super. Weil super. Die Gelatine natürlich bei einer bestimmten Hitze sich wieder auflöst. Man könnte es auch im Glas drin lassen. Ja, ja, man kann auch einfach mal die Klappe halten, wenn man keinen Käse mag. Oh. Nein, die beiden. Nein, nein, nein. Ich habe das Gefühl, der Beginn einer wundervollen Feindschaft heute Abend. Nein, hier. Überhaupt nicht. Eigentlich lieben wir uns. Nur beim Käse hört es auch auf. Irgendwo hört es auch einfach auf. Das ist auch eine Provokation. Ja. Ja? Du hast eine extra mitgebracht, du hast gewusst, dass ich da bin. Mir ist auch unbewusst immer wieder mit dem Käse. Ich weiß es auch nicht. Aber es ist schon ein bisschen wie eingeschlafene Füße, muss man sagen. Also ja, das ist ja auch noch nicht fertig. Genau. So, also wir sind sehr gespannt. Du kostest gleich mal. Ja klar, selbstverständlich. Ne? Ich muss ja auch, also Selbstversuch. Wie viel Käse kann ich essen? Ja, Konfrontationstherapie. Ne? Ja, Psychologen, genau. Weißt du, man stellt sich der Angst und sagt, her mit dem Käse. Also weißt du was, ich lasse das jetzt mit dem Kochen. Ich stelle mich jetzt zu dir hin und ich werde dir sagen. Versuch deine Angst zu überwinden. So, wir freuen uns zunächst mal, dass Steffen Hensler hier bei uns ist. Von Alexander Herrmann ja liebevoll der Kaltfischaufschneider genannt. Mmh. Ja. Da muss ich dir was erzählen, was in einer der letzten Küchenschlachtsendungen passiert ist. Was denn? Da kam Alexander Herrmann als Juror, ich habe ihn angekündigt. Ja. Und da sagte die eine Teilnehmerin, ach, der Herrmann, der macht doch immer diese Hausfrauenrezepte. Das hat sie wortwörtlich gesagt, wortwörtlich. Ich bin ihr um den Arm gefallen, habe ihr bis ins Finale geholfen, also das war... Großartig. So, jetzt pass auf. Also, du machst uns heute gratinierte Jakobsmuscheln mit Speck und Salbei. Ja. So. Lecker. Ja, ich... Ja, was ist? Ich glaube, das ist nicht. Also diese Jakobsmuscheln, ne? Ja. Diese Jakobsmuschelei in Fernsehsendungen. Wann hat die mal ein Ende, frage ich mich.
Also ich mag das Zeug nicht so gerne. Das hat aber auch damit zu tun, dass es ganz unterschiedliche Qualitäten gibt, oder? Ja, absolut. Das Problem ist mittlerweile, ich kann das mal zeigen, da sieht man mal ganz gut den Unterschied. Oh ja. Das ist Ware, die bekommst du mit, normalerweise eine Jakobsmuschel sieht so aus. Das in der Schale, ist eine klassische Jakobsmuschel. Fest verschlossen, super Qualität. Schottland oder Irland? Genau, besten Gebiete dafür. Mhm. Und sie muss immer zu sein, so wenn sie schon auf ist, wie in aller Muscheln, dann lieber nicht. Mhm. Deswegen auch als Tipp, manchmal so ein Gummiband drum, so ganz eng gespannt, das abmachen lassen und gucken, ob es immer noch zu bleibt. Weil manchmal hast du das Gummiband einfach einmal, geht die so weit auf. Ne? Deswegen, ja, und spricht sie zu dir. Ja? Ja. Genau, das wollen wir nicht. Ja. So. Und jetzt siehst du hier, wie weiß die sind. Ja. Genau, du hast normale Jakobsmuschel. Was ja zunächst mal optisch lecker aussieht. Was schön ist. Aber ja, wenn du dir wirklich so eine Jakobsmuschel mal anguckst, ich hole die mal jetzt hier raus. Ist ja unglaublich. Haben wir hier den Rogen ab. So. Leg die mal daneben. Da siehst du schon. Leg die mal daneben. Ich weiß nicht, ob man sie auf dem Holz so genau sieht, aber... Nee, leg die einfach mal da rein. Guck mal hier, da siehst du es eigentlich auch ganz gut. Oder wenn wir sie hier reinlegen, ja, da siehst du eigentlich... Such das schwarze Schaf. Genau. Dies hat nicht dieses strahlende Weiß. Und das Problem ist, dass mittlerweile Jakobsmuscheln behandelt werden. Du bekommst in so ein Kilo Pötten, ist auch nichts Schlechtes, nur da ist ein E300 irgendwas dran, damit sie so schön weiß sind. So ganz leicht das Aroma verändern, dass sie nicht ganz so nicht fischig sind, sondern dass sie eher ein bisschen flach schmecken, also praktisch nach nichts. Riecht die auch anders hier? Die riecht auch anders, die wird absolut anders riechen. Die riecht halt ein bisschen nach Meer, die ist halt ein Meer. So. Und die Problematik ist, dass du dieses E300 irgendwas manchmal so ganz leichter Bitterton in der Jakobsmuschel ist. Deswegen manchmal isst du Jakobsmuscheln und denkst so, warum hast du leicht einen Bitterton? Ja. Das ist das Problem. Ist keine schlechte Ware, aber es ist sozusagen behandelte Ware. Das ist immer klar. Preisunterschied? Absolut. Also du bezahlst für ein frisches Kilo, sagen wir Jakobsmuscheln, sagen wir 8, 9 Euro. Ja. So, das hört sich erstmal wenig an, aber du hast auf zwei, drei Schalen. Eine Menge Schwund. Du hast eine Menge Schwund. Und hier bezahlst du für so eine Schale um die 18 Euro. Deswegen, also ist so ein bisschen, also wenn man kann das benutzen. Wir nutzen auch die meisten Restaurants, aber die bessere Ware ist die in der Schale. Das muss man klar sagen. Das ist wirklich interessant. Also riecht vollkommen. Das ist zwei verschiedene Welten. Ne? Den Rest schmeißt du dann weg, Schale? Die Schale, nein, die nehmen wir nach Hause für die Seife. Und Rum und das ganze Zeug? Nee, man jetzt. Alles, was da sonst noch drin ist. Nein, davon machen wir eine leckere Soße in der nächsten Sendung. Ja, okay. Pass mal auf. So. Ich würde Ihnen gerne einmal Frau Ott vorstellen. Schön, dass Sie da sind. Darf ich einmal hier rankommen? Okay. Küchenschlachtgewinnerin, herzlichen Glückwunsch. Okay. Wer war denn Ihr Juror? Der Herr Lichter hat Sie ins Finale gebracht. Ja. Verstehe. Ihr Mann? Ja. Hallo. Sie glücklicher, oder? Eine Frau, die so kochen kann? Ja. Wenn Sie sich sehr viel mit Lebensmitteln beschäftigen, war Ihnen das klar, dieser Unterschied zwischen... Nee. Riechen Sie mal nicht dran. Wirklich. Erstmal die richtige aus dem Meer. Mal richtig ran. Ja? Und jetzt mal die. Ja, das riecht viel intensiver. Das riecht frischer? Ja. Und dieses riecht hier? So dieses Fischige kommt da nochmal so durch. Muffelt. Es muffelt? Ja, kann man auch sagen. Sie werden gleich von uns vorzüglich hier bedient. Ja? Kriege ich die? Die? Jetzt so? Nein. Nein, nicht, aber ich nein, Sie kriegen die. Müssen Sie mit dem Hänsler reden, ich weiß es nicht so genau. Der ist ja immer unberechenbar, der Hänsler. Weiß man nicht so genau. Aber wir versuchen es mal. Ist ja nett. Ja? Gut. Essen Sie gerne also Jakobsmuscheln? Ja, hin und wieder. Ja. Also nicht so häufig. Sie aber auch? Ja, sehr gerne. Ja? Im Urlaub. Ist so ein Modeessen geworden, finde ich, so ein bisschen. Also ja, zu Hause mache ich es jetzt nicht. Also ich esse es im Urlaub. Wer von Ihnen hier isst gerne Jakobsmuscheln? Hände hoch. Sie? Wer nicht? Ah, guck mal. Alles Freunde von mir. Schön, dass Sie da sind. So. Also, ne? Steffen, wir kommen gleich bei dir vorbei, schauen uns das mal an, wie sich das alles so entwickelt. Speck und die Muschel, das könnte gut zusammengehen, ne? Ich denke, das wird dir das erste Mal Muschel schmecken. Also, so, Cornelia Poletto macht uns die Ravioli-Teig mit Flüssig-Pecorino. Ja. Machst du grundsätzlich selber oder kann man auch kaufen? Ja, die gibt es nicht zu kaufen. Ja, aber so ansatzweise zumindest. Also handgemachte Nudeln, Ravioli gibt es natürlich schon fertig zu kaufen, aber eben nicht mit irgendwelchen besonderen Wünschen.
Also Ricotta und Spinat, so die Klassiker, die kriegt man fertig. Mhm. Aber wenn man selber den Nudelteig macht, ist er irgendwie immer noch ein bisschen dünner. Was ist drin? Wie viel Eier, Mehl? Es sind auf diese Menge Nudelteig, die ich habe, sind 250 Gramm von diesem Semola di Granadoro, dieser feine Nudelgrieß, den die Italiener benutzen. Hartweizengrieß, ja. Genau, 150 Gramm normales Mehl, 405er und 4 Eier und eine Prise Salz, immer wichtig. Und der ist relativ elastisch und durch dieses Arbeiten in der Nudelmaschine und Einarbeiten von Grieß wird er dann fester und immer dünner. Und das ist eigentlich die Kunst, einen hauchdünnen Nudelteig zu haben, der trotzdem bissfest bleibt. Elastisch. Und nicht aufgeht wie ein Spätzle. Okay, also schauen wir uns gleich mal an. Ja. Cornelia, vielen Dank. Alexander Herrmann ist bei uns. Hallo. Der sich zum einen freut auf den Flüssig-Pecorino. Ja, nein, das wird für mich also heute ein großartiger Tag. Ein Fest. Ja, ein Fest. Nicht nur die Vorspeise von meinem geschätzten Kollegen Herrn Hensler. Danach die bewusstseinserweiternde flüssige Käse-Dosis. Ja. Und dann das Hausfrauenrezept von dir, das da lautet: Heilbutt mit Zitronen-Thymian pochiert, gebackene Kartoffeln, Meerrettich, Pralinen und Frühlingsgemüse. Also jetzt bitte, Hensler, sag du mal was. Hallo. Hallo. Ja, dieses Rezept, ja, dieses Rezept kann unmöglich von dir sein. Sag die Wahrheit, von wem du es hast. Ist das von, weiß ich nicht, Lichter oder? Boah. Also, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du Jakobsmuschelwaren zubereiten kannst. Ich werde dich überraschen. Ich bin gespannt. Und das ist mein Rezept. Dass du Fisch zubereitest, überrascht mich auch. Ja, ja. Ich bin auch leicht ängstlich. Deswegen lege ich ihn auf einen Teller und versiegle ihn mit Glasigfolie. Ja, warum? Ja. Sag mal, warum? Weil ich ihn bei 70 Grad in den Ofen reinstelle und sehr langsam garne. Damit kann es mir nicht passieren, dass ich übergarsch, Mann. In dem Moment, wenn du dieses Niedertemperaturgarn machst, das heißt also in dem Fall wirklich 70 Grad, vielleicht 80 kann man zu Hause nehmen. Alfons hat neulich mit 50 gegart, ne, Alfons? Mhm. Fisch? Lachs. Ja, okay. So leicht angewärmt. So. Ja, das ist dann quasi ist die Vorstufe, das ist dann Hannibal Lecter. Ja. Und durch dieses langsame Garn wird er von oben bis unten saftig. Vor allem durch die abgeschlossene Folie, durch dieses System, bleibt er natürlich sehr aromastark, weil der Zitronenthymian, die Zitronenschale und die Butter sehr gut wirken. Und der Folie ist es wurscht, ja? Der Folie ist es wurscht, weil die ist erst ab 140, 160 Grad fängt an zu schmilzen. Also wenn du das glasieren möchtest, dann einmal kurz einschalten auf den Grill. Ja. Dann hast du auch eine schöne Glasur oben drüber. Dann hast du die Liaison zwischen Folie und Fisch. Aber es passiert da auch nichts, da muss man ganz klar sagen. Da braucht man sich keine Gedanken machen. Das ist gut erforscht und das, wenn du so reinstellst, ist noch keiner umgekippt. Also, passiert nichts. Kann man auch mal ein bisschen was mitessen. Ja. Nee, ja, das tut man ja wunderbar. So, was noch? Hier diese Kartoffeln, also ich habe gekochte Kartoffeln, die müssen kalt sein für diese Meerrettichpralinen, weil da kommt ein bisschen Mehl drunter und Eigelb und die Fasanenmeerrettich. Und dann rolle ich da eben so kleine Pralinchen und die kommen dann in Brickteigstreifen. Warte mal, den habe ich da. Das klingt jetzt blöd. Brickteig, ja. Das kommt aus der französischen Hausfrauenküche. Ja. Mit der du dich ja exquisit auskennst. Ja. Ich habe das nachgelesen in dem Buch, wie mache ich Fisch warm. Gut. Warten wir mal, wie dein Gericht schmeckt, ne? Das ist im Grunde die französische Antwort auf Frühlingsrollenteig. Brickteig. Okay. Ja? Und da schneide ich ganz dünne Streifen und dann wickele ich die so ein. Dann schauen die aus wie so kleine Igelchen und dann frittiere ich die in Butterschmalz raus und gut ist. Muss man aufpassen, wird dann relativ schnell trocken. Merkst du hier, da war ein bisschen Luft dran. Dann wird er trocken und hier in der Mitte ist er noch flexibel. Man könnte zu Hause auch Frühlingsrollenteig nehmen, würde sich aber dann leicht widersprechen, weil das mit dem Meerrettich und mit den Zitronenthymian, das bleibt ja so ein bisschen europäisch. Und ja, da gibt es noch ein bisschen Gemüse dazu und ein bisschen Weißweinsoße, weil ich muss ja dann doch, ich sag's nicht, nein. Sag, komm, nein, sag. Was dann schon sagt, man muss ja doch ein bisschen einfach traditionell bleiben. So. Also ich habe so ein bisschen, wir haben mal darüber so geflaxt und ich glaube, man kann das relativ einfach vom Küchenstil her auch erklären, während der Hensler so für Heidi Klums Next Topmodel kocht, bin ich der Desperate Housewife Koch. Ja? So sieht's so aus. Passt das. Also. Ja? Alles gut. Alle mal besser. So, jetzt kommt unser Schweizer Sex and the City Koch. Frühsommerliches Kalbskotelett ist jetzt also für die Frauen, die da eine Rolle spielen, nicht so richtig. Aber das frühsommerliche Grillgemüse möglicherweise. Dazu Kalbskotelett mit Safranbutter. Das klingt fein. Da würde ich sagen, da kann man mal schön den Grill anschmeißen. Ja. Also wirklich super einfache Nummer eigentlich zu machen. Wie grillt denn einer wie du? Wie machst du das?
Ich habe so, einen Kugelgrill, also einen Gasgrill sogar. Ja. Gute Hitze ist immer wichtig. Ne? Also ich bin da eher bequemer Typ. Gas. Gasgrill. Keine Kohle. Nee, keine Kohle. Wo ich die Kohle natürlich, die ist einfach ein bisschen aufwendig. Das ist so mein. Und die Hitze kannst du einfach nicht gleichmäßig. Genau. Halten, ne? Und beim Gasgrill kannst du natürlich quasi wie in der Herdplatte, hier kannst du die Hitze direkt steuern. Und geschmacklich ist auch das in Ordnung? Geschmacklich ist es okay. Es fehlt natürlich schon ein bisschen diese, wie soll ich sagen, diese Holzkohle. Diese holzige Note. Ja, aber es ist einfach extrem aufwendig. Holzkohle ist für Profis. Findest du? Ich kenne fast keinen Moment. Ich bin ein mit Schmarrn. Mit Gas hat er schon recht, kannst du steuern, aber Holzkohle, die Würstel mit Holzkohle. Das ist Wahnsinn. Merkst du? Nee, das merkst du. Ja, das ist schon anders, genau. Gell? Richtig. Das ist wie Studer mit und ohne Mütze. Im Grunde ja. Ja. Also, ohne geht auch. Also, dazu mache ich, wie gesagt, ein ganz einfaches, tolles Gemüse, aber schon ein bisschen was Abgefahrenes. Wir haben sie hier in der Pfanne. Ich habe jetzt mal die Bohnen geputzt, sind ganz normale grüne Bohnen, nichts blanchiert und jetzt einfach Olivenöl reingegeben, erstmal heiß werden lassen. Und jetzt werde ich hier die nächsten 10 Minuten diese Bohnen braten und das wird so ein toller, geiler Geschmack geben, denn diese Bohnen, das wirst du gleich sehen. Und dieses ganze Gemüse, was ich hier gerade vorbereite. Schau mal hier, schau dir das in Großaufnahme. Meine Damen und Herren, Bohnen braten, 10 Minuten, jetzt und hier live. Im ZDF. Genau, das erste Mal großartig. Im deutschen Fernsehen. Ne? Ja. Ich sage Ihnen, mit dem zweiten kocht man besser und auch die Bohnen werden besser. Die braten auch besser. So, genau. Ja. Und dazu machen wir noch anderes Gemüse, nämlich auch ein bisschen, was heißt abgefahren. Aber ich werde diesen Knoblauch in der Gänze vierteln, ohne zu schälen, auch mit anbraten. Nicht pressen? Nicht pressen, natürlich nicht. Oh, hast gesehen, hast den Blick gesehen. Du musst Knoblauch und Vanille nehmen. Das ist eine geile Nummer. Knoblauch und Vanille. Vanille, da flippst du aus. Da können wir das auch vorstellen. Ja, können wir vorstellen. Ja, wollen wir das nochmal ausflippen? Ja, können wir machen. Eine extra Portion machen. Was war da? Ja. Was war da? Vanille, hast du Vanille da? Gleich. Völlig, ja. Wunderbar. Vanille brauche ich. Ach so. Na komm jetzt. Dann wir teilen uns das. Nein, wir die Tanke ist noch offen. Und dann gibt es auch noch. Ja, ist doch so, die Uhrzeit. Unbedingt. Und dann gibt es auch eine Zitrone, geviertelt, zack, angebraten. Das alles zusammen. Hier, Paprika habe ich schon aufgeschnitten. Ja. Auch die kommt zack, direkt auf den Grill. Hallo, Herr Herrmann. Ja. Ist das Ihre Käsesoße hier? Was ist das denn hier? Das ist die Weißweinsoße. Die muss ganz wichtig, die muss einmal überkochen. Ja. So, und das Fleisch kommt das Kotelett. Genau, das Kotelett, das sind also ordentliche. Ordentliche Klopper hier, 250 Gramm. Ja. Und da habe ich eine simple, aber leckere Marinade gemacht. Die liegen jetzt mal 20 Minuten drin. Was für eine Marinade? Es ist Honig, Olivenöl und, du wirst schauen, aber es ist auch Zitronenthymian. Wir haben es nicht abgesprochen, Alexander und ich. Aber ein Zufall. Ja, ist ein Zufall. Und das wird beides ganz anders schmecken. Das ist mal klar. Also die Gasgriller unter sich neigen zu Zitronenthymian. Ja, da können Sie auch ein bisschen Joghurt, kann man auch dazu geben. Da wird das Fleisch schön mürbe. Also passt auch. Mist. Es ist so, dass ich privat deswegen auf Gas grille, weil es unkomplizierter ist. Aber ich muss leider gestehen, um den großen Grillmoment zu machen, geht ohne Kohle gar nichts. Das ist so. Schwörst du auch auf Kohle? Ja. Auf jeden Fall. Aber ich bin zu faul, für, wenn wir abends mal essen, so dann den ganzen Kohlengrill anzuschieben. Das aber ist doch schön, oder? Mit den Kindern dann nochmal richtig schön Feuerchen machen, anzünden. Das hat doch was. Ja. Das ist so ein schönes Familienerlebnis. Ja, das gibt's auch. Also im Moment grille ich zum Beispiel im Gourmet-Restaurant habe ich einen Hauptgang, wo ich ein Wildbüffel, ja, so ein Bison, auf einen Holzkohlegrill lege. Und zwar kann man sagen, so fast einen Zentimeter über die Glut. Das wird richtig, Entschuldigung, das muss ich sagen, richtig schwarz. Und es wird ganz schnell gegrillt. Und dann kommt es raus, wird vakuumiert mit ein paar Gewürzen und ganz wenig Kräutern und in ein Wasserbad hineingelegt bei 57 Grad und von oben bis unten rosa gegart. Das ist der Hammer. Ehrlich? Ja. Kann man daheim nicht nachkochen, braucht es gar nicht probieren. Kommt zum Essen. Also, so, und hier haben wir noch die on top. Auch ein bisschen luxuriös soll natürlich sein. Passend zu diesem Fleisch, haben wir jetzt gebraten ist, kommt Safranbutter. Butter aufschlagen. Safran, haben wir uns vorhin drüber unterhalten, Andreas. Ne? Wahnsinnig teuer. Und du erwähntest einen kleinen Ort in der Schweiz. In der Schweiz, genau, im Wallis. Alfons, wusstest du das? Ja, und zwar der beste Safran kommt, ist der Kaschmir-Safran. Ja. Da brauchst du 80.000 Fäden auf ein Kilo. Ja. Beim normalen 80.000, das sind solche in die Wascheln. Ja. Und beim normalen Safran, auch beim Schweizer, brauchst du ungefähr 240.000. Obwohl das ungewöhnlich ist, wenn der mal kommt aus dem Iran. Mhm. Die Spanier haben auch Safran. Gell? Mhm. Ja. Aber wie gesagt, dieser Kaschmir-Safran ist der beste. Und der Safran hat ja, das was viele nicht wissen, einen Stoff, pass auf, das sage ich dir, weil das ist wichtig, der regeneriert defekte Nervenzellen. Das schon zum fünften Mal, aber. Ja, aber hier, aber du hast es bis heute nicht kapiert. Ja. Deswegen komme ich ja auch. Und dann hat er
Zeaxanthin und Lutein, und das ist gut für die Netzhaut, das ist gegen grauen Star. Und die Römer haben vor 2000 Jahren den Leuten Safran gegen grauen Star gegeben. Ich bin eh so halb Römer. Ja. Weil ich die Rechnung nicht lesen konnte. Und auch nicht lesen wollte. Aber dieser Safran aus der Schweiz? Ja, aus Mund. Mund heißt der Ort zwischen... Mund liegt sehr hoch, erzählt es so. Genau, 1800 Meter über Meer. Und da wächst Safran. Und da wächst Safran. Und die machen ungefähr, Jahresproduktion ist bei denen 3 Kilo. 3 Kilo. Hört sich noch nichts an. Und da ist wirklich, das ist so, das machen die ganzen Familien miteinander. Ne? Also aber so ein bisschen Kilo neben. 3 Kilo ist eine Menge Geld. So ein Haufen. Das ist Wahnsinn. Von eine Menge Geld. Ja. Ja, vielleicht sollten wir in Safran anlegen. Vielleicht sollten wir, genau. Oder? Wir werden noch ein bisschen dazugeben. Ganz zum Schluss werde ich nehmen. Wo ist er denn? Hast du schon einen geklaut? Nee, hier. Da habe ich noch, das können wir kurz zeigen. Das sind die Safranfäden. Mhm. Also direkt aus dem Kokos raus, getrocknet. Genau. Also ein Kokos ist das, ne? Wobei man Safran immer als Faden kaufen sollte, nicht als gemahlen, weil da ist meistens ein bisschen Kurkuma drin. Und dann gibt es so Gescheitmeier, sagen wir, ganz einen günstigen Safran. Es gibt keinen günstigen Safran. Ja. Safran ist das teuerste, das zweiteuerste die Vanille und dritteuerste der Kardamom als Gewürz. Und ja, das bitter, wenn du riechst, siehst du das? Mhm, so, und das kannst du ein bisschen abfangen, wenn der zu bitter ist, mit ein bisschen Zitrone, mit ein bisschen Vanille, dann, wird, dann kommt die Persönlichkeit. Das mit der Vanille, das nehmen wir nochmal auf. Das nehmen wir heute auf jeden Fall nochmal auf. Und hier noch gut, einmal kurz noch reingucken, jetzt den Bohnen geht es schon richtig gut. Das ist spektakulär, das ist Wahnsinn. Also Bohnen dabei zu beobachten, wie sie braten für 10 Minuten, das Sendung. Gibt's überhaupt. Wahnsinn, Wahnsinn. Hallo, Moment. Nein, das ist toll. Bohnen zu beobachten in 10 Minuten, wie sie braun werden, das ist auch eine Sensation. Ja, ja eben. Sag ich. Warum blanchierst du die nicht? Weil die du wirst das gleich sehen. Ja, er hat es auch nicht probiert. Nein, ich habe es nicht probiert. Aber ich hätte die ganz kurz blanchiert, weil die Bohne roh geht ja nicht für den Körper. Das ist du hättest ja auch ein Rezept einreichen können mit blanchierten. Ich wusste ja, dass der Stuhl neben mir steht. Ich habe mir gedacht, damit der groß rauskommt, lassen die Bohnen braten heute. Ja, du wirst erstaunt. Ich sag's dir. Naja, ich bin garantiert. Warum blanchierst du sie nicht? Meinte Alfons, weil da das Fasin drin ist. Das ist ein Eiweißabbauprodukt, was für den Körper giftig ist. Aber das nur als Randnotiz. Warum erwähnst du das nicht, Alfons? Ich bin überrascht. Ja. Wir machen hier, Lisa, mal was, was wir machen. Das ist auch schön. Da mache ich mir jetzt, kriege ich es mit Angst zu tun, ehrlich gesagt, weil Herr Schubeck ja berüchtigt dafür ist, 5 Minuten vor der Sendung noch mal alles zu ändern und fragt jetzt, was kochen wir denn eigentlich? Ja, weil ich sag's dir, pass auf. Ja, bitte. Also, du solltest versuchen zu kochen. Sauerrahm-Chili-Creme mit geeister Champagner, Holunder, Blütensuppe und Erdbeeren. Erdbeeren. Und das machen wir schon. Sind schon mal da. Machen wir schon. Hier habe ich eine Menge Vanille drin. Ja, das mag ich gern. Weil da ist Gelatine drin und Gelatine zieht immer Geschmack raus. Und die Vanille macht sie ein bisschen breiter und wuchtiger. Ich habe hier, sagen wir mal, man kann ja diese Blüten, kriegt man nicht immer. Aber Sirup gibt es einen hervorragenden und den mische ich jetzt mit ein bisschen Shampoos. Den habe ich hier, also den habe ich schon drin, den Sirup. Jetzt gebe ich den Champagner, der Prosecco, der Sekt. Nein, man kann es auch mit Wein machen. Für Kinder wäre das was Schönes mit dem Holundersirup und ein bisschen Apfelsaft. Oder auch irgendeine andere Frucht nehmen. Diese Sauerrahmcreme ist ganz leicht gemacht. Ich habe den Sauerrahm genommen, ein bisschen Gelatine eingeweicht. Also glaube ich, das wird ja nicht fest. Kann man Chili reingeben, den Abrieb ein bisschen von einer Orange, man kann ein bisschen Zitrone mit reingeben. Dann hebt man geschlagene Sahne unter, füllt sie ab, fertig. Ja? So, da geben wir dann dieses Superl drauf. Und da machen wir diese geeiste Suppe. Da muss ich natürlich auch die Gelatine jetzt da. Das ist kalt. Jetzt gebe ich die eingeweichte Gelatine da. Pass auf, einmal Großaufnahme. Siehst du? Und jetzt muss es dann anziehen. Jetzt gibt man das auf so ein. Hier haben wir ein bisschen Eis drin. Und das zieht jetzt an. Das wird jetzt dann so leicht, sagen wir so galertartig. Ja. Und die gebe ich dann oben drauf, durch die Erdbeeren ein bisschen klein schneiden, dass die Erdbeeren mit reinfallen. Und wenn man sagt, die hätten ein bisschen mehr Geschmack, gibt man halt dann ein bisschen Minze. Wenn man jetzt einen Sekt hernimmt, wäre es wichtig, dass man nicht zu lange umrührt, weil sonst rührt man dieses Perlige raus. Ja. Und schön wäre, wenn in der Suppe lauter so kleine Perlen drin sind. Ja. Das ist dann, das kann man so machen, dass man den fast gelieren lässt. Und wenn es fast geliert ist, gibt man erst diesen Sekt oder Shampoos drauf und dann bleiben die Perlen besser erhalten. Gell? Wunderbar. Und gerne auch ohne Minze, ja? Auch der Herr Schubeck, Sie müssen das für Ihren Hintergrund. Der Herr Schubeck hat sich offensichtlich so eine Minzplantage in Oberbayern zugelegt. Nein, seit Wochen über Minze, die angeblich zu allem passt. Ja, ja, ja. Also, Alfons, schön, dass du da bist. Ja, zufrieden?
So, schau mal, hier richtig schöne Handwerkskunst, Cornelia. Also ich sag dir ganz ehrlich, wenn du richtig gut Pasta machst und ein bisschen Ruhe hast, ist das, kannst du jede Meditation in die Ecke stecken. Beruhigt dich das? Ja, total. Ja? Also für mich ist das der größte Luxus, wenn ich bei mir in der Küche stehen kann und Pasta machen kann. Ohne, dass du guckst dann ganz verträumt auf diese Ravioli und träumst dich nach Raviolien. Genau. Nee, aber was vielleicht noch ganz wichtig ist, was bei jeder Ravioli der Fall ist, man sieht jetzt hier, dass richtig Luft drin ist. Mhm. Wirklich die Luft ein bisschen rausdrücken, denn sonst ist es so, dass beim Kochen diese Luft versucht irgendwo auszutreten und dann macht sie plötzlich warm wird natürlich. Plopp und dann läuft die ganze Masse aus. Und das ist natürlich immer total ärgerlich, wenn man sich diese Mühe macht. Das ist der Grund, warum die dann gelegentlich so also die Ränder werden ja mit so geschlagenem Eiweiß eingepinselt und damit sie zusammenkleben, aber trotzdem immer die Luft ein bisschen rausdrücken. So, und das ist jetzt hier dieser Flüssig-Pecorino. Genau, im Moment ist er ja noch fest durch die Gelatine. Aber in dem Moment, wo der dann ins heiße Wasser wird kommt, wird er flüssig. Und deswegen ist es natürlich bei so einer Masse ganz besonders wichtig, dass die Ränder gut verschlossen sind. Magst du Pecorino grundsätzlich? Ja, sehr gerne. Ja? Also die Italiener essen ja immer zu Ostern traditionell diese Saubohnenkerne, da diese Farbebohnen, mit frischem Pecorino. Und so bin ich auf die Idee gekommen, man könnte doch eigentlich mal diesen Pecorino irgendwie in die Pasta kriegen und dazu diese schönen Saubohnen. Ich liebe die. Ja. Und ich finde den Pecorino grundsätzlich immer wahnsinnig trocken. Ich habe immer das Gefühl, das ist so eine kulinarische Reise durch die Sahara. Ja, aber das ist natürlich auch abhängig vom Reifegrad. Du siehst das ja auch da. Der Junge ist ganz saftig, wie im wahren Leben, steht im Saft. Und der andere ist eben der Trockene. Und wenn man die Mischung hat, dann hat man genau das Richtige. Mhm. Also, wunderbar. So, wir schauen mal, wie weit der Herr Hensler ist. Steffen, du bist ja schon fast so weit, ne? Ja, ich muss ja wieder auf die Tube drücken, ne? Ja. Oder? Ja, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein bisschen wie die Lachstoast von Lichter damals. Relativ unaufwendig. Kann das sein? Hast du mich hier gerade mixen sehen? Siehst du meinen Schweiß auf der Stirn? Ja, ja. 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 Ja, ja. 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 Oh. Hey, muss ja alles, ne? Was? Jetzt. Oh Gott. So, die Hälfte der Zeit ist rum. Ihr braucht auch einen neuen Mixer, der ist jetzt kaputt. Nee, ich hau das jetzt in den Ofen, gratiniere das und dann ist alles gut. Gratinieren. Genau. Wieso sagt man einfach nicht überbacken? Das ist halt die einfache deutsche Variante. Ich als fokussierter Koch sage gratinieren. Ja, aber überbacken hat halt so ein bisschen was, den Charme des Hawaii-Toasts. Ja. Und gratiniert natürlich so, wie soll ich das sagen, unterschwendlich die New Way Cuisine, die dann durchblitzt oder so. Und wenn es nur beim Namen ist, Hauptsache irgendwo. Aber es gibt auch als Nachfolger von Clemens Wilmenroth gehandelt. Ach, komm. Hast du schon Sushi-Toast gemacht? Toast Hawaii. Nee, das wird jetzt gratiniert und dann ist alles gut. Und in der Zwischenzeit kann ich mich dann um den Hermann kümmern. Ja? Wir haben übrigens Post gekriegt, Steffen. Ja. Die Frage eines Zuschauers lautete, ob du möglicherweise mit Heinz hier verwandt bist. Mit Heinz hier? Ja. Wow. Kannst du mal die Kamera gucken, ganz geradeaus in die Kamera? Sing mal Mama. Mama, lässt mein Herz dich erweinen. Dann komm zu Lanz. Da musst du dir solche Dinge anhören, ja? Schlimm genug. Ja, aber ich finde schon, so eine gewisse Ähnlichkeit ist vorhanden. Ne? Du wirst mir gerade ziemlich unsympathisch, muss ich sagen. Nein. So war es eine Ähnlichkeit? Mit wem? Ernsthaft? Eine Ähnlichkeit mit Heintier. Mit dem mittelalten Heintier. Du hättest sagen müssen mit dem Jungen, da hättest du wieder rausgerissen. Ja, ich weiß. Wollte ich aber nicht. Danke. So. Nee, aber finde ich nett. Finde ich auch nett. Finde ich nett. Nee, das ist was. Ne? Alles nett. Ja. Nee, aber jetzt kannst du nicht kannst nicht. Er ist doch ein guter Sänger. Also bei uns in der Redaktion ist immer richtig Nervosität auf der Damenseite, wenn du kommst. Das darf ich an der Stelle mal öffentlich machen. Guck mal, ich klecker hier schon die Soße runter. Von der Schale. So. Dann würde ich sagen, Steffen. Jakobsmuscheln grundsätzlich, ne? Ja. Kann man das Zeug züchten? Kann man, aber die wilde Ware ist einfach besser. Doch, getauchte ist schon der andere Schlag. Guck, welche Arten sind besonders gefährdet? Also wo würde man sagen, das nimmt der Hensler vielleicht runter von der Speisekarte? Rotbarsch ist ein ganz großer Klassiker. Rotbarsch, was noch? Heilbutt ist auch, sag ich mal, bedenklich, ne? Ja, das ist so. Heilbutt. Ich habe meinen Heilbutt aus Bayern mitgebracht. Unbedingt. Der wächst nämlich neben der Minzplantage vom Alfons Schubeck. Ja.
war mir klar. Was noch, Steffen? Sander kannst du auch nicht aus allen Gebieten nehmen. Kabeljau ist auch. Kannst du nur den Arktik-Kabeljau, der wirklich oben aus der Barentssee kommt und, und noch zu Norwegen. Scholle kannst du bedenkenlos nehmen, aber Maischolle auch. Völliger Schwachsinn, auch nicht nehmen. Das sind die Tiere nach dem Laichen, völlig dünn und so. Dieser Klassiker Maischolle, geschenkt. Ehrlich, ja? Ja, ist so. Also von Maischolle, nee, wo wir gerade im Mai sind. Weil die haben gerade die Maischolle, die du frisch fängst, die sind kaum gerade vom Laichen. Sind unheimlich abgekämpft, dünnes Fleisch, wenig Geschmack. Deswegen, die frieren meistens schon so ab Dezember oder wenn du sagst September, ist eine gute Zeit für Schollen. Du bist gleich dran, Kräuterkönig. Jetzt lass mal kurz den Fischpapst reden. Ja? Bleib hier, bleib hier. Die frieren die meistens ein und tauen sie dann zum Mai auf, weil die richtige Maischolle kannst du eigentlich nicht nehmen, weil die abgekämpft ist vom Laichen. So, Alfred, das siehst du doch nicht, das siehst du doch bitte genauso jetzt, ne? Ich wollte sagen, warum schließt du nicht dann dein Fischrestaurant? Wieso? Das sind doch ja gute Sorten. Immer erklärt, genau. Was kann man denn bedenkenlos essen? Du kannst Lachs bedenkenlos essen, du kannst Zander aus Westeuropa bedenkenlos essen. Lass mich lügen. Ich glaube, ich habe sie alle auf der Pfanne, aber es gibt genug. Es gibt so einen schönen Ratgeber, brauchst du nur angucken. Man muss sich einfach informieren. Mhm. Und wenn so Doraden, Lude Meer kannst du auch bedenkenlos aus Biozuchten nehmen, ja, das ist kein Zucht Problem. Ist. Ja, Zucht. Und Zucht wird da immer besser. Wird immer besser, ja. Wird immer besser, stimmt. Also, wenn ich entschuldige, ich stehe da hinten. Und wenn du am Dessertposten stehst, bist du hier praktisch. Das schwarze Schaf. Nein, du bräuchtest auch voll dabei sein. Der Dessertposten ist das Archiv einer jeden Kochsendung. Aber vielleicht den Zuschauern zu sagen, der Dessertposten hat 4 Herdplatten. Ja. Der Alexander kocht ein Gericht, hat aber gar keine Herdplatte. Ist auch was Tolles. So, hallo. Was habe ich rausgebracht? Mon ami? Ja. So, dann schauen wir uns das doch mal an, Steffen. Also, jetzt will ich hier keinen Scheiß brauchen. Gratinierte Jakobsmuscheln mit Speck und Salbei von Heintier. Ja, Zuschauer sehen das so, Steffen. Was soll ich dir sagen? Herr Kerner, ich hoffe, es wird Ihnen gut schmecken. Ja? Hm. So, der Erste, der heute probiert, bin ich selber, wird wird unsere Küchenschlachtgewinnerin sein. Soll ich es servieren? Du hast die große Ehre, das einmal zu servieren. Okay. Ist sie alleine oder zu zweit? Sie sind zu zweit. Gut. Sie ist mit ihrem Mann angereist. So könntest du es machen. Ist ja die Vorspeise. So, kommt immer ran, bitte. Cornelia, Alexander. Kann ich alles machen. So. Aber ich kann auch warten. Wollen wir? Alexander, du könntest schon mal. Hallihallo. Andreas. Und Alfons, bitte. Ich wünsche euch guten Appetit. Sie können es noch mal probieren. Ich komme dann noch mal. Was Messen? Ne? Und Sie wissen ja, ne? Hast du da jetzt einen Speck mit drunter? Da habe ich einen Speck mit drunter, richtig. Und das ist Salbei. Also was ich schon mal beruhigend finde, der Fisch ist warm. Ja. Der Fisch ist schon mal warm. Das ist wahrscheinlich ja schon wärmer wie meiner nachher. Ja, möglicherweise. Man könnte jetzt so ein bisschen das mit Sojasauce servieren oder so, aber man kann es auch so direkt aus der Schale. Mhm. Hoppala. Dann hau mal rein. Ja. Das sieht anrichtigerweise schon mal cool. Ja, was hätte der Fisch mal, wenn es in eine Muschel einfüllt? Was sind dann cool? Nein, die andere ist die Weise also auf dem Gitter hier, finde ich. Nur weil du heute sehr machen musst, ne? Brauchst nicht so sauer sein, ja? Wobei, gut. Und Dessert macht ihn in aller Regel immer sehr gerne, ne? Und du ja auch. Ja, du. Man, ne? Der Fisch macht den. Dessertkönig, ja. Also die Zuschauer können das alleine nicht probieren, aber die Jakobsmuschel ist natürlich perfekt. Super, ja. In den Butterweich. Das mit dem leicht bitteren Salbei ist auch okay. Und der Speck schmeckt auch gut. Super, Kompliment. Vielen Dank. Mhm. Klatscht die Stuhl hat deine Kotelett verbrennen. Nee, dann sind alle über den Griff. Okay, schauen wir mal. Die anderen Hälfte schmeckt auch gut. Man könnte ja sagen, man ist erst einmal verwirrt, so nach dem Motto Jakobsmuschel. Und warum blinzt ihr denn so komisch? Nein, nein. Wir sind also gespannt. Mhm. Hast du noch nicht gegessen? Jakobsmuschel, doch. Oder? Doch. Jakobsmuschel und Speck. Ganz leichter Käseschaum, mit dem das gratiniert wurde. Ich habe den Parmesan extra wegen dir weggelassen, ja? Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich es großartig finde. Und im ersten Moment kann man vielleicht denken, wieso Jakobsmuschel und Speck? Das sind ja zwei sehr bedeutende Produkte vom Land und vom Meer. Aber ich finde, es gibt eine tolle Würze. Ich persönlich bin ein Fan von Jakobsmuscheln, gerade wenn sie so frisch sind. Ich kann die auch roh essen, habe da auch eine rausprobiert. Ehrlich, ja? Ja, ich finde es toll. Und das, natürlich ist das nicht jetzt ein leichtes Gericht jetzt da mit der Hollandaise und so. Mal, ne? Aber mei, ist ja auch nicht viel. Nee. Was für einen Käse hast du benutzt? Ja, ich gar keinen. Ja.
Das ist nur die Hollandaise. Eine Soße Hollandaise. Okay, ja. Aber ist das Einzige, was da an Käse dabei ist? Das ist das Einzige, was an Käse ist, ja. Okay. Also das ist einfach luxuriös, aber es ist richtig toll. Ja? Deluxe. Alles gut. Cornelia. Danke. Auch ein bisschen Speck. Und für dieses gratiniert. Und das Schöne ist, es ist eben auch ein bisschen gehaltvoller. Man braucht nur eine Jakobsmuschel pro Person, ist trotzdem satt. Ein günstiges Essen in Wahrheit. Also Steffen, toll gemacht, vielen Dank. Ich danke. Ich auch lecker. Sehr, sehr lecker. Danke. So. Gut, gut. Und wir sagen ab sofort nie wieder Kaltfischaufschneider, weil der Fisch war ja deutlich warm. Das gilt noch nicht als warm. Das ist warm. Doch. Na ja, komm jetzt. Nein, nein, das aber war wir hatten Kaltex kommt vom Lande, da ist das ein bisschen anders. Nein, ja. Oh, du wirst sehen, mein Halb und ist auch nicht wärmer. Ja, so sieht es nämlich aus. Also, ich weiß, das ist ja auch nicht dein Rezept, so, das wissen wir ja. Diese Ravioli gebe ich in das gesalzene Wasser, das ist, hat einmal aufgekocht. Das ist jetzt so, du kannst mir gerne noch ein paar Minzschülchen schneiden, wenn du das tun willst. Was? Alfons hat da hinten ganz viel Minze. Jawohl, ich eile. Weil wir haben uns nämlich überlegt, dass wir jetzt in jedes Gericht Minze geben. Ja. Oder das machen wir doch seit einiger Zeit. Ja, ja, absolut. Darf ich die bei dir schneiden? Wir brauchen natürlich nur ganz kurze Zeit, ne? Die kleinen Ravioli. Sprudelndes Wasser oder wie? Ja, das ist so gerade unter. Hast du gesehen? Unter Siedepunkt. Wir ziehen jetzt wie viel Salz? Ja, das, also ein Pastawasser sollte schon immer kräftig gesalzen sein. Es gibt ja immer diese Faustregel, 1 Liter Wasser, 100 Gramm Pasta, 10 Gramm Salz. Mhm. Und kein Öl. Nee, brauchst du nicht. Du musst nur einen genügend großen Topf haben, dann kleben die auch nicht zusammen. Echt? Denn das Öl setzt sich immer auf die Oberfläche, macht die Nudel schwer und nimmt hinterher den Sugo nicht mehr so schön auf. So, und wie lange lässt du die jetzt da drin? Fertig, wir starten. Ehrlich? Ja. Geht direkt schon los. Also im Grunde einfach nur einmal rein. Ja, also ich sag mal so circa kurz heiß werden lassen, zwei, drei Minütchen. Ja. Redest du mit mir? Alexander freut sich schon auf den Flüssig-Pecorino. Ich bin auch schon ein bisschen aufgeregt, ich merke das schon. Ja, ja. Ja, nee, doch. Na ja. Sagst du, ich glaube, du sagst das mit dem Käse auch nur, weil du immer ein bisschen Aufmerksamkeit haben willst. Ja, ich habe da ein Defizit. Mhm. Als Franke doppelt. Ja. Das mit der Sprache ist nur ein Tick von mir. Ich könnte doch mal immer ein T und ein D aussprechen. Allein wenn ich zum Beispiel am Nürnberger Flughafen arbeiten würde, würde ich sagen, kommen Sie halt mal durch den Metalldetektor. Ja. Ich hinterher so ein bisschen zum Drüberstreuen. Haben wir irgendwo eine Schaumkelle? Ja, da ist eine Schaumkelle. Hat einer? Ah, da ist eine. Es gibt auch dieses herrliche von Johann Laffer, ne? Das Tada. Das Tada? Das Tada. Ach, das Tada? Ja. Also. Johann spricht das auch auf eine sehr spezielle Art und Weise aus. Der sagt eher Tada. Ja, das ist aber der betonte A natürlich jetzt nicht ganz anders, ne? Aber da, da. Das, ja, da. Da. Ein Rinder-Tada. Ja, stimmt. Da. Wie wäre das bei dir im Fränkischen? Ja, ich würde es wahrscheinlich genauso aussprechen, nur schneller. Das ist das Da. So. Und schon leicht labberig, ne? Ja, weil das jetzt natürlich innen drin flüssig ist, ne? Soll aber genau so sein. Ah, jetzt habe ich eine kaputt gemacht. Schau dir das an. Jetzt habe ich natürlich eine Gabel vergessen, aber ich bringe schon mal den Teller. Ach, Gabel dabei. Ich jetzt natürlich auch ganz frech alle in einen Topf. Guten Appetit. Wieso? Ach, nur so, weil ich kann die ja nicht anschneiden. Wir wollen das in Großaufnahme sehen. Ja, ich muss das auf einmal essen. Das habe ich mir schon gedacht. Ja. Zwei Bohnen. Ich habe hier übrigens eine Zitronenbutter. Ich habe erst Butter ein bisschen bräunen lassen, also eine Nussbutter gemacht. Ja. Und habe dann einfach nur mit ein bisschen Zitronensaft abgeschmeckt. Die Bohnen, Cornelia, wie hast du die gemacht? Das sind diese Saubohnenkerne, Farbebohnen auch genannt. Ja. Das sind große Bohnenschoten. Die Kerne rausgenommen, dann haben die eine etwas dickere Haut. Die werden dann blanchiert, also in kochendem Salzwasser gekocht, ganz kurz, bissfest, aus der Schale gebrochen. Und dann hat man nur diese schönen grünen Bohnenkerne. Dieses ist hier ein bisschen kandierte Zitronenschale, die bringt noch ein bisschen Frische rein. Und weil ich den Alfons so gerne mag, auch noch ein bisschen Minze. Minze, natürlich. Na? Ich habe jetzt die Vanille mal weggelassen, muss ja auch nicht jedes Mal sein. Gut, dass es nicht hört, doch. So, und jetzt dürft ihr probieren. Alfons, für dich extra Alfons, mit Minze. Sag mal, wir reden so häufig hier, das würde ich jetzt mal gerne wissen wollen, über Gewürze. Und du erzählst uns jedes Mal, wie fantastisch viele Fantastilliarden Inhaltsstoffe da drin sind. Ja? Was ist denn unabhängig von den Inhaltsstoffen dein absolutes Lieblingsgewürz? Ingwer. Ingwer? Weil der Ingwer hat 751 Wirkstoffe. Oh nein. Okay. Nee, sag mal. Also am besten ist es eigentlich, wenn man die Nudel im Ganzen isst. Deswegen habe ich die auch nicht so riesig gemacht, weil dann dieses
Platzen im Mund passiert und nicht auf dem Teller. Ingwertee. Ingwerwasser dazu. Nur zur Info. Genau. Aber was Ingwer, hast du am liebsten? Ja, aber weil der Ingwer ein Gewürz ist, der lässt sich mit vielen anderen Dingen kombinieren, nimmt sich nicht so wichtig und lässt andere dabei leben. Ja. Du weißt, dass Ingwer in deiner Küche eine große Rolle spielt. Absolut. Ja. Weil absolut. Ingwer, er macht sehr viele rohe Dinge und Ingwer ist und rohe Dinge haben auch Bakterien und Ingwer ist einer der höchsten Bakterienkiller. Also der neutralisiert sich, ein hoher Radikalfänger, wie du auch. Ja, ja hallo. Ja. Ja. Eben. So. Also Alfons, wie schmeckt's? Ich find's gut. Ja, pass auf, jetzt der historische Moment. Pass auf. Warte mal. Wir fangen jetzt mal Alexander Herrmann in Großaufnahme bitte ein beim Verzehr von Flüssig-Pecorino, meine Damen und Herren. Komm, gib den Ruck. In der Tasche, oder was? Ich werde mir keine Blöße geben, ich weiß jetzt schon, dass es hervorragend schmeckt. Guck mal, so sehen sie im Dschungelcamp auch immer aus, du. An der Stelle. Schnell, Schluck es runter. Kannst du probieren, Markus? Gut. Was geht denn dir vor? Da bin ich in der Musternuss dran. Das ist eine Musternuss, ne? Ja, müsste mehr sein, ne? Ja. Ich bin ein Musternuss. Hier noch ein bisschen dran. Hey, ich warte nur. Nein, ist wirklich gut. Aber ja, hast du Muskat da? Nein, das ist also der Pecorino, das ist so diese, das ist so, der ist kurz vor der Schallmauer. Für mich jetzt, den kann ich essen. Der schmeckt mir auch vor allem, weil sie viel jungen, wenig alten Pecorino genommen hat. Mhm. Ist ja nicht so ein bisschen milder. Wenn das jetzt so, weißt du, mit so einem Hardcore Gorgonzola oder sowas gemacht wäre, dann wäre ich jetzt tot, dann wäre ich umgefallen, da hätte mich da, der wäre ja weg. Für alle zu Hause, man kann natürlich den Käse seiner Wahl auch einrühren in die Milch. Ne? Wenn du jetzt wirklich gerne einen Gorgonzola machst, kannst du es natürlich auch gerne oder einen Gorgonzola so ein Schweizer, machen. So ein Schweizer-Käse weiß ich nicht. Wenn man den Hermann mal loswerden will, ne? Ja. Ja, also, wenn man mich einladen will, Gorgonzola, Ravioli machen, bin ich weg. Wie schmeckt's denn? Ich finde, es schmeckt sehr, sehr gut, weil es ist schön viel Butter drin. Der Pecorino drin finde ich jetzt nicht zu käsig oder zu extrem. Ja. Mit dem Bohnen zusammen ist natürlich, schließt sich nahtlos an die Hollandaise, sag ich mal, von der Mächtigkeit. Aber ist heute mal ein bisschen schweres Essen. Aber schmeckt exzellent, Madame. Dankeschön. Sehr gut. Sehr lecker. Also, gut. Hast du probiert, Andreas? Probiert. Und? Und ich muss sagen, Cornelia, also ich bin ja ein riesen Käsefan als Schweizer, mit Käse aufgewachsen, mit Fondue und alles. Sehr raffiniert. Ich würde sogar so weit gehen, ich würde dir den Titel Queen of Pasta auf Hamburg verleihen. Oh, sehr gut. Danke. Na wunderbar. Cool. Nein, das ist gut. Das abschließende Urteil kommt jetzt natürlich von unserer Küchenschlachtgewinnerin von Frau Ott. Schubeck hat sich bereits geäußert. Der sagte, konntest nicht meckern. Das war mehr war nicht drin heute. Jetzt bin ich mal gespannt, was von Ihnen mögen Sie, Ravioli? Ja, also das nervt mich immer. Das also bitte. Ich mag fast alles. Sie mögen fast alles. Auf einmal reinschieben. Ja, im Grunde ist es, ich habe das neulich schon mal erzählt, es ist so diese Lichtergeschichte, wie die mit den Erdbeeren, ja? Erdbeere, dann so viel Zucker drauf, dass du die Erdbeere nicht mehr siehst. Dann so viel Sahne drauf, dass du den Zucker nicht mehr siehst und alles in einem rein. Das ist die Idee. Ich habe schon einen großen Mund, aber... Versuchen Sie es mal. Wissen Sie was? Wir machen Folgendes. Warten Sie. Das ist die Kamera. Wenn es unvorteilhaft aussieht, ich sag mal irgendwo Dschungelcamp-Nähe, ja, springe ich davor. Es sind ja keine Würmer drin. Nein, Würmer nicht, aber optisch meine ich jetzt. Verstehen Sie? Ach so. Nichts dem Sabbern. Ja, das könnte. Jetzt, ja. Okay. Jetzt passen Sie auf. Na, das geht doch wunderbar. Sehr gut. Cornelia, kommt gut an hier. Probier's mal die Bohnen, die sind sehr gut. Oh, aha. Also die Ravioli sind sehr gut. Bohnen. Cornelia? Ja, ich habe also jedes Mal, es ist so schwierig, hier rauszugehen und irgendwie zu sagen, ja, dir gebe ich den Teller. Ich habe jedes Mal ein schlechtes Gefühl. Also wenn du Menschen hast, die du sehr gerne magst, gib ihnen die Ravioli, die Bohnen kommen nicht so an. Gib das bei dir Menschen, die dir vielleicht nicht so angenehm sind. Ja, darüber kann man immer streiten, oder? Der eine mag die Bohnen, der andere mag die Nussbutter nicht, der andere mag die Füllung nicht, der andere die Zitrone. Ja. Ich finde die Bohnen hervorragend. Ich habe jetzt ehrlich gedacht, dass Sie sagen, die Bohnen, spitzenmäßig.
Und deswegen überlassen Sie sie großzügigerweise Ihrem Mann. Das finde ich gut. Ja. Machen Sie das. Also. Ja, ja. So, die Funktion von Ehemännern wird mir langsam klar. Ja, Resteverwertung, glaube ich, heißt das, ne? Nein. So. Du jetzt mal einen Ingwer, jetzt bin ich ja mal gespannt. Warte, aber du darfst einen Schluck nehmen. Herr Lanz, wenn Sie wollen, können Sie den Hänsler darauf hinweisen, es wäre für ihn servierfertig oder so. Verzehrbar. Jetzt pass auf. Wir haben also hier... Oh Mann, was hast du denn da drin in diesem Ingwer-Tee? Wieso, was ist denn da drin? Noch ein bisschen Chili-Pulver, Vanille ja, und Minze. Geht schon. Also, muss ich ablesen, weil es ist so ein unglaubliches Rezept. Ja. Und das als Hausfrauenrezept zu diffamieren, wäre eine Frechheit. Also, Heilbutt mit Zitronen, Thymian, pochiert, gebackene Kartoffel, Meerrettich, Praline und Frühlingsgemüse. Ich sehe hier wenig Essen, aber eine Menge Buchstaben noch. Ne? Ja. Alexander. Man kann auch sagen, viel Lärm und nichts. Ja? Ich wollte es nicht so sagen. Für vergleichsweise wenig Essen, vergleichsweise viele Buchstaben. Also gut, okay, dann lasse ich eins weg. Ich sage ein Heilbutt, Zitronenthymian irgendwie gegart, Gemüse und Kartoffeln in einer Zubereitung. Beschreib doch mal, wo was genau ist, bitte, damit wir es mal sehen. Brauchst du eine Lupe? Wir fragen mal den... Dieses weiße, schöne, glänzende ist der Fisch, der mit Zitronenthymian hier an dieser Blüte noch erkennbar... Das ist der Zitronenthymian, schauen Sie mal hier. Das ist der Zitronenthymian. Er lebt sogar noch. Das ist der Zitronenthymian. Da unten sieht man unten, also ich kann es dir noch einmal zeigen, da, Frühlingsgemüse. Ja, super. Rund. Hast du heute nichts gegessen oder was? Sag mal ruhig, Mensch. Hör mal zu. Rund, ja? Rund. Praline. Du verstehst, Metapher. Rund, Praline, knusprig außen, Praline, Trüffel. Ja? Innen drin Kartoffel und Meerrettich versteckt. Trüffel, also Praline, Trüffel halt, meine ich. Ah, ja. Ah, oh. Ah, nee. Meerrettich, Praline. Kartoffel. Kartoffel, Meerrettich. So, was noch? Ja, das war's, eine weiße Soße halt. Ja, weiße Soße. Was ist das für eine Soße? Eine Soße von einreduzierten Weißwein mit etwas Sahne, Hauch Brühe, einen kleinen Schuss Milch. Einmal überkochen lassen und dann aufmixen. Sehr schön. Ich hab aber eine Bitte. Sehr schön. Vor 12 Minuten, als ich das angerichtet hatte, hatte es noch Temperatur. Es könnte jetzt natürlich schon ein bisschen kühl wirken. Vielleicht, Herr Hänsler, könnten Sie das ein bisschen als Juror jetzt ausblenden in dem Moment? Ich werde Mühe geben. So, ja, dann hau mal rein jetzt. Komm. Gut. So schlimm ist. Oh Gott. Wir holen dir eine Gabel. Sekunde. Vielleicht lieber einen Löffel, oder? Was war jetzt nochmal das Gebackene? Löffel, da ist noch nichts. Bitte was? Was war jetzt nochmal das Gebackene hier? Eine Kartoffel Meerrettich Praline. So, Cornelia, hast du eine Gabel? Ja, danke. Gut. Alfons, du auch? Ja, Mann. Du sollst es nicht alleine essen, gell? Ach so. Steffen, erzähl doch mal. Ich ringe noch nach Worten. Ja. Ja, das ist natürlich, wenn der Hermann alle Wörter am Buchstaben schon klaut. Also fangen wir positiv an. Alexander Hermann ist ja grundsätzlich ein sehr guter Koch. Ist er. Es ist ein unheimlich stimmiges Gericht. Also du hast den Fisch toll gegart, die Soße. Aber es ist, was Herr Hermann ist immer extrem, er ist auch ein sehr netter, lieber Typ. Kommt zur Sache. Ja, und er ist halt immer sehr vorsichtig mit seinen Gewürzen. Also er ist so, also technisch stehe ich 3 Stufen unter ihm, aber er ist vom Geschmack her manchmal so ein bisschen sehr zurückhaltend. Das also ich finde eine Kartoffel, Meerrettich, Praline, da fehlt, ich glaub, da kann der Meerrettich ruhig mal ein bisschen du, warum? So knallen. Ich bin halt nicht die kulinarische Rampensau, sondern bei mir ist es definitiv. Ja, sag ich ja. Bin ich ja bei dir. Also eine Kartoffel, Meerrettich, Praline könnte vielleicht ein bisschen ein Tick mehr Schärfe, eine Prise Pfeffer sein. Absolut stimmiges Gericht. Aber es ist halt so, du bist halt, wie du bist, dieses liebe Nette ist auch in deinen Gerichten zu finden. Aber hat ganz toll gekocht. Absolut. Ich ziehe meinen Hut. Nee, echt, das ist jetzt. Hoste technisch. Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus, Hänsler. Ja, ich merke das schon. Scheiße. Ja. Fang nochmal von vorne auf. Fang nochmal an. Okay. Fang nochmal an. Boah. Spitze gewürzt. Spitze gegart. Ein Riesennummer. Riesennummer. So, ich bin immer gespannt. Also.
wie muss es ja schmecken, wenn es warm ist, ja? Das ist natürlich wahr. Ja, das ist ja eiskalt. Ja, aber das ist ja gut. Ja, komm. Was soll ich machen? Aber du hast recht, viel Haufen. Frau Ott, aber Fisch ist perfekt. Bitte schön, ja, einmal essen für Sie. Alles ist, es ist schon leicht kühl, das ist wirklich wahr. Und wir brauchen gleich eine ehrliche Meinung. So, komm, also. Fehlt dir auch? Druck, Pfeffer, bei mir Chili, muss man davon ausgehen, dass ich Minze. Beim Gewürz, das ja für mich wichtig ist, damit du das, was du isst, auch gut verdaust und es muss auch gut schmecken, ich würde immer mehr hingeben. Aber das Gericht ist in sich sehr. Was hast du gesagt? Das Gericht ist in sich sehr stimmig, weil es halt nichts überwürzt ist. Es ist eine weniger. Der Fisch ist perfekt gegart. Ja, finde ich auch. Die Soße könnte ein bisschen mehr Persönlichkeit haben. Dann würde dieser Schneeball da, dieser Panierte, besser zur Wirkung kommen. Aber als Gericht ist es in sich stimmig. Aus Amen. Und wenn es warm war, dann sauber. Ist lecker, oder? Ist lecker. Also ich fand's gut, ehrlich gesagt. Sehr gut, sehr gut. Alexander, ich aber wie gesagt, zurückhaltend. Ich mag das so. Wunderbar. Das passt schon. Das passt schon, kann man auch mal gut mitnehmen. So, jetzt sind wir richtig gespannt auf dieses nicht blanchierte Böhnchen. Gemüse. Genau. Jawohl. Ja. Sind wir alle gespannt. Das werde ich jetzt auch auftragen. Und warum hast du das so gemacht? Also es gibt den Bohnen erstmal, das werdet ihr gleich alle merken, es gibt ja einen ganz eigenen Geschmack. Und ich habe da ja die Zitronen, kann man jetzt mal kurz zeigen. Und die habe ich direkt mitgebraten. Die soll man natürlich nicht essen, aber das ist der ganze Saft von den Zitronen ist in dieses Gemüse mit reingegangen. Also ich habe hier die Böhnchen, die sind schön kross geworden, sollten schön kross sein. Dann den Knoblauch auch in der Gänze, kann man sich natürlich direkt aus der Schale aufs Fleisch drücken, ne? Weil es ist schön gebraten, ist wunderbar, es ist ein junger Knoblauch. Aber jetzt nicht so essen, oder? Sonst bist du echt der Hauch des Todes hier. Doch, mit dem nee. Wirklich, den kannst du essen, es ist eh schon spät. Komm. So, ja, also wenn du keine Freunde mehr brauchst, dann kannst du das so essen. Nein, wirst du gleich sehen. Ich sehe dir mal einen hin, dann kannst du gleich mal anfangen hier. Wie so ein Ding geröstet hier? Ja, klar. Ist mal. Cornelia. War eine schöne Zeit mit dir. Ja. Hast du Minze gegen Mundgeruch? Ja. Minze haben wir da, mach dir keine Sorgen. Brauchst du es? Ja, ich glaube schon. Jetzt so rein hier, das Ding. Ja, jetzt drückt ihr das so raus. Guck mal. Jetzt machst du hier so ein. Das kannst du jetzt schön essen. Das ist wie. Lass mal kosten. Das ist wie eine. Cornelia. Eine Frühlingszwiebel auf eine Hast Wiese. Du heute Abend noch was vor? Jetzt ja. Jetzt nicht mehr. Jetzt ja. Ja, also geschmacklich ganz fein. Ne? Siehst du? Also, Papa lügt doch nicht. Nein. So, und jetzt machen wir hier einen ordentlichen Klopper drauf. Und jetzt habe ich hier natürlich diesen Saft. Damit das sieht super aus, du. Ne? Jetzt machen wir den Saft kurz einmal. Also, ich habe hier auf Alfons, auf meinen geschätzten Kollegen gehört. Hier haben wir Butter, ganz wenig ausgekratzten Vanille dazu gegeben und ein paar von diesen Safranfäden. Das kommt jetzt dann am Schluss hier oben drauf. Und dann ganz am Ende kommt eine kalte Kräuterbutter oben drauf und die läuft dann hier so langsam runter. Das ist mein Konzept. Ich hoffe, es geht auf. Safranbutter hast du gemacht. Richtig. Fleisch haben wir noch genug. So, guck mal. Also Fleisch darf kurz dazugeben. Kalbskotelett mit Safranbutter und Grillgemüse. So, guck mal. Mm. So. Schnell einfangen. Krönchen drauf. So. Und noch ein bisschen von diesem. So, voilà. Das können wir jetzt aber so nicht Frau Ott servieren. Ne? Das ist nee, für Frau Ott gibt es einen eigenen Teller. Einen eigenen, kleineren Teller, ja, genau. Der ihr dann auch gerecht wird. Wobei ihr Mann vielleicht, Herr Ott wäre natürlich, der guckt schon so, ne? Herr Ott, sind Sie Griller? Ja? Holzkohle-Griller oder Gasgriller? Beides. Sie merken schon, da scheidet sich heute so ein bisschen die Menschheit hier. Ne? Ja. Sissi-Film-Flenner oder nicht? Das ist so ein bisschen. Knoblauchesser oder nicht, ne? Ja. Bitte schön. Also, Holzkohle, ne? Reinhauen. Ich hab nichts drüber. Das ist Zitrone, genau. Alle unbehandelt, oder? Der Hänsler ist schon gleich mal vorbei. Das ist übrig. Teller für die Dame. So. Ah, du hast schon. Hallo. So, Frau Ott, Sie kriegen sofort. Mögen Sie Knoblauch? Mögen Sie Knoblauch, Frau Ott? Ja, das ist. Ja, Knoblauch. Aber nicht so viel. Aber für beide. Jetzt pass auf. Why not? Dieses Fleisch, ne? Andreas. Schöner Klopper, ne? Sie schön auf den Punkt. Ja. Schneid sie durch in der Mitte dann. Ja. Und tschüss für uns. Ja. Ich habe auch genug hier. Komm. Mhm. Also, ein bisschen Zitrone. Das ist eine gute Idee. Also ich würde das Gericht nennen von Hütte zu Hütte. Weil es ein bisschen rustikal. Das ist einfach alles in die Pfanne geschmissen. Ja.
alles, was wir noch gehabt haben. Die Bohnen, wenn sie angebraten sind, sind sie wirklich gut. Das müssen wir eben lassen. Ja. Beste. Mir ist ein bisschen zu viel Zitrone drin, aber von der Idee her ist es sehr gut. Dankeschön. Oh. Sie dürfen jetzt klatschen. Das war ein Kompliment. Cool. Ja? Cool. Irgendjemand was anderes erwartet. Du denkst auch an Herrn Ott, ja? Ach so, Herr, Frau Ott, genau. Also, die Zitrone ist tatsächlich ziemlich intensiv, ne? Aber ich finde, es schmeckt großartig. Ja, richtig schöner. Du musst die Zitrone auch nicht essen, aber du kannst sie essen. Schöner, guter Grillteller. Das ist was. Cornelia, was sagst du? Ja, also rustikal macht manchmal auch richtig Spaß. Ja, du bist doch auch jemand, der gerne sagt. Ein bisschen handfest manchmal. Ja, ist schön. Hält Alexander? Auch. Gute Zutaten. Ja, ich ist, sag einfach. Nein, ich finde, nein, es ist toll, aber ich weiß jetzt einfach nicht, was ich dazu sagen soll. Es stimmt, wie der Alfons gesagt hat, vielleicht ein bisschen viel Zitrone. Auf der anderen Seite, wenn es das Fleisch dazu ist, geht das schon wieder. Das hat was erfrischend. Aber die Zitrone erzeugt im Magen Enzyme, dass du das besser verdaust. Ja. Na dann, deswegen. Also ich finde es super. Das ist auf alle Fälle ein Gericht, das kannst du so an einem Sonntag schön grillen und machen. Das ist ohne Wenn und Aber einfach gut. Punkt. Steffen? Ja, also ich stehe auf Zitrone, deswegen finde ich es für mich, ist jetzt nicht so fies, sondern kräftig, aber die Zitrone mit essen, tolle Idee. Also das finde ich gut. Und im Zuge dessen muss ich auch sagen, die Vorspeise bisher mit Hollandaise, dann die Butter und da passt dieser leichte Gang von Hermann doch wunderbar in dieses Menü, weil jetzt ist es wieder sehr kräftig geworden. Das hast du gut bedacht, dass du mich so doll gewürzt hast, muss ich jetzt im Nachhinein sagen. Bist du einschleimen? Ich setze diese ganze Zitrone. Ja, klar. Ist gut. Also, Andreas, fein gemacht. Dankeschön. Geht's kurz zu Frau Ott und Herr Ott. Sehr lecker, genau. Und wir freuen uns jetzt auf ein Dessert. Alfons. Also ich gebe jetzt Salat von dich im Original mit Himbeeren gemacht. Du. Wenn du unsere beiden, pass auf, wenn du unsere beiden Kochbücher verwechselst, ja, dann schaust du mir richtig nach. Ich habe nur deine, Alfons, nur deine. So, also, sag mal, was wir hier sehen. Soll ich es dir vorlesen? Also, nein, glaub, ich weiß mittlerweile weißt du, was du gekocht hast. Also ein Sauerrahm-Chili-Mousse, da kann man jetzt einen Chili reingeben oder nicht. Man kann es ja mit Zimt machen, kann es ja mit einem anderen Gewürz machen. Mit geeister Champagner. Und diese Suppe, die würde jetzt, wenn ich jetzt so 10 Minuten hätte, ne, dann würde ihr noch besser chillieren. Und dieses leicht Chilierte mit diesem Perligen, das macht es dann aus. Das ist ja sowas für den Sommer, das ist ein wunderbares Gericht. Absolut. Einen Schokoladenlöffel hier noch reinstecken. So. Geht schon dahin. Dessertposition, Alfons, machst du gerne, gell? Das ist der letzte Eindruck bei einem Menü und da kannst du richtig punkten. Das stimmt. Alexander, du auch, ne? Dessert, habe ich immer das Gefühl, das machst du mit großer Leidenschaft. Zumindest. Also zumindest hast du deinen eigenen Herd auch. Also das erleichtert schon. Nein, ich mach das, glaube ich, genauso gerne. Ich glaube nicht, dass ich einen Favoriten für mich persönlich habe. Ich mache eigentlich da alle Posten irgendwie so ganz gern. Wobei, eins mache ich nicht gern. Käsekuchen. Danke. Nein, aber ich bin kein guter Backer, weil ich habe keine Lust, immer alles abzuwiegen. Ja. Da bin ich ehrlich schwierig. Das reicht mir schon, sagen wir, wenn ich Blattgelatine irgendwie abmessen muss. Ansonsten gern so ein bisschen aus dem Handgelenk. Ich finde es sensationell. Es ist halt was, Steffen? Sagen wir mal, wenn es vom Mai gerade in den Juni geht, ist es das Ideale, das Jahr. Ja. Das ist unvorstellbar, wenn jetzt Ende April wäre oder sowas. Das also, könntest du nicht aushalten. Ja. Da würde es noch nicht schmecken. Wobei du es, glaube ich, auch leicht in den Juni reinziehen könntest. Ja. Aber dann ist rum. So. Schmeckt toll. Und den Chili merkst du gar nicht, weil den habe ich nicht erhitzt, den habe ich nur so reingegeben. Hast du den drin? Ja, das ist Chili-Blättchen. Ja, den ist leicht. Ja, dennoch. Aber nicht so scharf. Und da musst du einen getrockneten nehmen, ohne die Samen drin, nur das Fleisch. Der ist leicht karamellig, der passt da gut auch zu süßen Sachen. Ja. Also ich würde sagen, das ist so richtig, eigentlich das ganze Menü, was wir hatten. Die Terrasse wurde eben angesprochen, also ich würde sagen, der Sommer kann kommen. Also lass uns den einfach genießen, richtig. Passt perfekt dazu. Also die ganze Folge, was wir hatten, richtig schön. Cornelia, du? Toll. Leicht, angenehm, schön, gut. Passt. So, jetzt nochmal Nachtisch mit Frau Ott. Sie werden auch gleich noch bedient. Danke euch sehr herzlich. Heute, ich muss ja noch hin, oder kommen die her? Kommt sie her, da seid ihr noch nicht fertig mit dem Essen. Herr und Frau Ott, kommen jetzt zu uns, bleib hier. Komm, zum Finale kommen Sie bitte zu uns. Ja. Bringen Sie Essen mit. Danke euch sehr herzlich. Cornelia, Andreas. Alexander Herrmann, Alfons Schubeck,
Und Steffen Hensler, der Warmfischaufschneider und der Kaltfischservierer in aller einzigen Sendung und weit und breit keine Minze. So, jetzt die Kollegen von heute Nacht. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, nächsten Freitag wieder. Wir würden uns freuen. Bis dahin, bei Lanz Koch.